Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6, eine neue Aufnahmesession hier bei mir. Und in der letzten Aufnahme waren wir hier im Horrorhotel, im Folterhotel, nämlich im Hotel El Tigre Dormido dort, wo der Tiger schläft. Und wir haben hier üble Zustände gesehen in der letzten Folge. Leichenberge überall im Pool, dann werden neue Bungalows errichtet und das Fundament dieser Bungalows bildet sich aus Leichenbergen. Also das sind wirklich krasse Zustände hier im Hotel. Und wenn wir da demnächst wahrscheinlich wieder irgendjemanden finden, der dann noch auf der Seite vom Castillo-Regime ist, mit dem sollten wir vielleicht einen kleinen Ausflug hierher machen, in dieses Hotel oder vielleicht auch da oben in den Zoo, denn da haben wir ja auch schon Zustände gesehen, die sind definitiv weit weg von irgendeiner normalen Denkensweise. Und da sollten wir vielleicht mal so eine kleine Rundfahrt machen hier in der Balaceras und den Leuten mal zeigen, wie es denn wirklich aussieht. Ich würde sagen, wir machen gleich mal unsere Rundfahrt weiter und zwar beim Cap Santa Maria ein bisschen weiter nach unten. Und zwar schauen wir uns jetzt an Escondite del Corsario und das Fort Santa Maria. Da ganz unten, die zwei Dinge wollen wir uns anschauen. Der Naufragio Golf wäre auch direkt daneben. Das ist aber dann schon wieder das Nachbargebiet und zwar Sierra Perdida mit der Nachbarregion El Este. Also da warten wir natürlich noch ein bisschen. Aber diesen kleinen Zipf hier, den würde ich mir schon ganz gerne heute mal anschauen in dieser Folge. Bei de la Burros. Da waren wir ja in der letzten Folge eben mit dem Horrorhotel und ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir hier ein Auto finden können. Da wird gleich eins kommen, das ist gerade gespawnt. Oder ist irgendjemand gestorben? Okay, da gehen wir mal lieber nicht hin. Wir könnten uns natürlich eins rufen auch. Oh, und ich habe schon wieder das Gefühl, wir haben eine Minimap, die heute nicht so wirklich mitmacht. Das da drin ist nämlich ein Sperrgebiet und auf der Minimap steht genau gar nichts. Wir haben wieder eine Minimap, die macht nicht ganz gut mit. Die will heute nicht. Die zeigt uns zwar an, wo sind die Feinde. Man sieht die rote Markierung auf der Karte, beziehungsweise die rote Schattierung auf der Karte. Aber wir sehen leider keine Libertad-Pfad, wir sehen keine Straße, wir sehen kein Sperrgebiet. Wir sind da wieder ein bisschen auf uns allein gestellt, aber viel können wir eh nicht falsch machen. Einfach der Straße folgen. Die Mission hier, die Abseitsfalle, die lassen wir auf jeden Fall nochmal. Das ist wieder nämlich so eine Mission, wo wir irgendeine Vorratslieferung finden müssen, die hier irgendwo verstreut sein mag, aber wahrscheinlich in einem Gebiet, das wir noch nicht kennen. Und ich würde gerne diese Mission, wo wir Vorratslieferungen finden müssen, die in einer gewissen Zeit dann mitnehmen müssen, die würde ich ganz gerne erstmal machen, wenn wir hier den Großteil des Gebietes schon kennen. Naja, fahr weiter, du Idiot, was ist denn hier passiert? Wieder jemand Totes. Und da hinten sind übrigens auch diese Sprengbomben, guck mal. Na, das war jetzt nicht die Waffe, die ich haben wollte. Na, ist ja nicht so in die Luft gegangen, wie ich es mir gedacht habe. Ich dachte, das macht jetzt eine fette Explosion da hinten. Irgendwie überhaupt nicht. Okay. Da fährt ein Bötchen. Das gehört auch noch zum Hotel. Das haben wir auch schon gesehen, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Waren wir hier unten? Oh. Das ist ja gar kein Straßenhund. Verzieh dich. Ich will dem nichts tun, solange er mir nichts tut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der tut uns bald was. Hm, der hat da ein bisschen was schnabulieren können schon. Einen Sack aufgerissen von den Leichen. Na gut, sonst gibt es da eh nichts zu finden. Da hinten kommen wir wieder ins Horrorhotel hinein. Wie schön das damals wahrscheinlich hier ausgesehen hat. Hat man richtig gut entspannen können. Und jetzt wird hier eine Leiche nach der anderen erledigt. Eine Leiche nach der anderen. Entweder ins Meer geworfen, in den Pool geworfen, irgendwo erhängt. Oder einfach verscharrt im Boden und drüber dann ein Bungalow hingestellt. Ja, guck mal, die Süßen sind auch da. Da schaust du, gell? So, da kommen wir gleich mal gelaufen. Geiseln. Wo sind denn hier Geiseln? Hä? Was redet die denn? Ach mal, da hinten ist, glaube ich, irgendwas. Nee, ist nur ein Stein. Sieht nur so aus. Okay. Also ich sehe hier weit und breit keine Geiseln. Keine Ahnung, wo die sein sollen. Würden wir eigentlich mit dem Boot hier irgendwo hinkommen? Wir müssten da theoretisch einmal komplett über die Insel drum herumfahren. Nee, weißt du was? Wir orientieren uns mal an der Hauptstraße. Das ist, glaube ich, eine bessere Idee. Guck mal, da ist sogar ein Fahrzeug. Komm, Jo. Sprengkommandos.
Ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht auf diesen PG-240-Container schießen. Das gibt ja dann auch eine schöne große Explosion. Da hätten wir aber wieder kein Fahrzeug. Deswegen habe ich mir mal gedacht, machen wir es mal lieber nicht. Da ist noch irgendwo einer. Ah, da hinten geht er gerade spazieren. Die gucken natürlich alle, mit Hund sogar, eben wegen der Explosion gerade eben von dem Bötchen. Aber ich habe mir das eigentlich nur mitgenommen, weil wir das mit einer Rakete hinbekommen. Das war ja schon ziemlich gedamaged, das Boot. Und außerdem die 10 Punkte lasse ich auch nicht einfach so am Begesrand liegen, wenn wir die schon nehmen können. Dann nehmen wir die natürlich. So, setzen wir uns mal hier rein. Ich würde sagen, wir fahren gar nicht mal so lang. Wir fahren einfach mal bis hier hin und holen uns dann die Libertad-Kiste, die wir da finden können bei Escondite del Corsario. Und dann fahren wir wieder zurück auf die Hauptstraße, den ganzen Weg entlang, bis wir dann zum Schluss zum Fort Santa Maria kommen. Und da können wir dann eh nicht weiter, nur umdrehen und wieder zurückfahren. Denn unser Hauptziel war ja eigentlich gar nicht diese kleine Insel da unten, diese kleine Abzweigung, sondern wir wollten ja eigentlich hier rüber nach Segunda fahren, in das nächste größere Städtchen. Da haben wir nämlich auch gleich eine neue Mission, und zwar eine Mission von Paolo de la Vega, einer der zwei von der Gruppierung Maximas Matanzas, von der Sängergruppe, die ja irgendwie schon ein bisschen verwurzelt ist mit Libertad. Die wollen zwar gerade doch nicht so wirklich mit Libertad hier auf einen Weg kommen, aber ich denke mal, wenn wir da die nächsten Missionen erledigen, genauso wie wir es gehabt haben in Madrugada, dann können wir zum Schluss eine Vereinbarung unterzeichnen und wir haben wieder eine zweite Gruppierung, die mit uns gegen Castillo kämpft. Dann braucht man nur noch die Leute von El Este und dann sieht es schlecht aus in Esperanza für Anton. Mal schauen, das wird aber noch eine ganze Weile dauern. Wir haben hier Segunda, ein Riesenörtchen, aber sicherlich viel zu entdecken. Auch einen Flugplatz daneben mit der Flugabwehranlage Epsilon, die sollte man definitiv auch gleich mal einnehmen. Wir haben hier ein kleines Sperrgebiet, wir haben ziemlich viel zum Mitnehmen. Hier haben wir eine Libertad-Kiste, da hinten ist ein amerikanisches Krokodiljagdgebiet. Da oben haben wir sogar ein Rennen, das wir machen können, das inoffizielle Taxi. Also es gibt hier an allen Ecken und Enden auf jeden Fall mal wieder was zu tun, so wie wir es eben kennen. Sollen wir diese Tafel eigentlich kaputt machen? Ich glaube, das wird uns auch ein paar Punkte geben. 10 Punkte, naja, da haben wir schon Besseres erlebt. Lauf, so schnell ihr könnt! Aber warum denn? Ich wollte euch doch gerade retten hier, guck mal. Oh no. Oh no. Ich habe einen Schweißbrenner dabei. Okay, da hinten wird rumgeballert. Oh. Oh, das war gar nicht mal so schlecht. Ohne Castillo wäre dieses Land voll mit Parasiten wie euch. Willst du mich verarschen? Jetzt habe ich dir gerade geholfen. Bitte Gott, verschone mich. Ja, verschone mich, du Vollidiot. So, der verreckt jetzt auch. Da ist noch einer, der reitet jetzt gleich weg. Und der ist auch ein bisschen komisch, weißt du was? Jetzt haben wir ihm gerade das Auto repariert. Wo ist denn der? Eh nicht mehr hier. Huch, achso, das ist der mit dem Pferd. Ich dachte, was hat denn der da drauf? Na, da schwillt sogar der Schalldämpfer an. So, jetzt brennt es wieder überall. Na, herzlichen Glückwunsch. Ohne Castillo wäre das Land voll mit euch Parasiten. Ich glaube, der ist ein bisschen gestört. Hui, was ist denn hier passiert? Guck mal. Ein Kopf. Und zwar von einem Menschen und ein bisschen Fleisch noch. Das ziemlich frisch aussieht. Also das kann definitiv nicht von dem da sein. Da hinten gibt es die Kiste zu holen. Die Abseitsfalle hätten wir hier, die Mission. Aber da warten wir, wie gesagt, noch ein bisschen, bis wir die gesamte Region hier kennen. Dann können wir die Abseitsfalle starten. Was haben wir da? Munition und Pfeile. Na, das hier kann man schon mal mitnehmen. Da sage ich nicht nein. Die 7 Medizin, ganz wichtig, dass wir die mitnehmen können. Die brauchen wir unbedingt für unsere Vorhaben. So, da rauben wir auch nochmal ganz kurz alle aus. Da unten liegt die Kiste, vermute ich. Hallo. Hola. Was hat der denn da? Hola. Hallo. Achso, der putzt das hier. Ich dachte, da hat er irgendeinen Fisch, einen ganz weißen, gefunden. So, da können wir angeln. Wo haben wir die Kiste? Ah, hier. Na, das ist ja einfach. Also, da hat man wirklich schon schwer. Aua! Was ist denn hier los? Oh, da ist ein Hai! Hier!
Da ist noch einer. Ja, ich weiß nicht, ob das so ein gutes Angelgebiet hier ist, Freunde. Guck mal, ist da. Ja. Mhm. Da wimmelt's nur so von Haien. Ich gehe. Tschüss. Also wenn der Hai einen Stunt hinlegt und sich den da schnappt, beispielsweise der jumpt darüber, schnappt sich dem da wie die blöd reinschauen. Ich glaube, das ist hier nicht so die perfekte Angelstelle, muss ich zugeben. Stell dir vor, da beißt ein Hai an, reißt dich ins Wasser und der nächste Hai frisst dich. Das wäre mir natürlich viel zu riskant. Oh Gott, ich bin eh ein kleiner Schisser, also von dem her... Was macht der? Ist der überhaupt noch am Leben? Ja, der schlief noch. So. Ja gut, gehen wir aus diesem gruseligen Gebiet. Dauerhaft geschlossen. Nachdem wir in der Nachbarschaft mehr als 35 Jahre gedient haben, müssen wir schweren Herzens verkünden, dass sich unsere Türen für immer schließen werden. In den letzten 5 Jahren sahen wir einen Rückgang an Kunden. Das Viertel hat sich verändert, Yara hat sich verändert. An all unsere treuen Kunden, gracias. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder, wenn die Dinge besser stehen. Passt auf euch auf und bleibt stark, sagt Lucia, vermutlich eine Fischhändlerin von hier. Und alles musste eingestellt werden, denn überall herrscht jetzt die Armee. Überall hat die Armee ihre Finger im Spiel. Und die Armee, die darf natürlich den Fisch verkaufen. Die können mit dem Fisch handeln zu ihren Preisen. Und die anderen, die mit dem Fisch handeln, die müssen natürlich erstmal zusperren. So, was hat der da vor? Ich hoffe, nichts Falsches. Jetzt steht plötzlich ein anderes Auto. Vorher stand das Rote noch hier. Du hast hier nichts zu suchen. Na, du schon recht nicht. Ich hab... Du hast hier nichts zu suchen, sagt sie. Oh. Dort drüben! Verteilt euch! Na? Was ist denn jetzt los? Achso, da ist noch einer. Oh! Na gut, dass ich da jetzt nicht richtig gezielt habe. Aua! Was haben die denn vor auf einmal? Was passiert denn da? Ich wollte doch nur mal kurz hier die eine Frau erledigen, weil die da so einen blöden Spruch hier abgelassen hat. Und plötzlich liegen da wieder 3 Leichen rum. Ja, du hast hier nichts verloren. Mhm. Ich schon eher als du. So, da ist das Tarpun-Angelgebiet. Was ist denn ein Tarpun? Muss ich gar mal googeln. Ist das vielleicht der Hai, den wir gesehen haben? Ist das gar kein Hai? Ist das ein Tarpun? Tarpun. Na, das ist definitiv kein Tarpun. Nee, 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 nee. Das sieht auf jeden Fall nicht so aus wie das Ding, was wir gerade gesehen haben. 100 pro nicht. So, komm mal her. Ich dressiere dich. Und wir reiten mal weiter bis zum bitteren Ende, bis zum Fort Santa Maria. Das ist da vorne. Ruhig, ganz ruhig. Da sind irgendwie ziemlich viele Reiter unterwegs. Hin und wieder mal ein Auto, aber definitiv mehr Reiter. Kommt bevor, als wenn wir hier auf eine Pferderennbahn. So, Achtung, 30er-Zone. Wir dürfen hier nicht geblitzt werden, das wäre peinlich. Und da haben wir ein neues militärisches Ziel. Na, guck mal einen an, das haben wir doch gar nicht gekannt bis hier. Hey, ich bin an... einem alten Fort. Weißt du was darüber? Das bei Segunda, ja? Castillo nutzt es, um den Schwarzmarktschmuggel zu stoppen. Einer von uns ist ihnen ins Netz gegangen. Sieh mal, was du tun kannst. Ich werde es versuchen. Ja. Ganz ruhig, mein Lieber. Das hat sich ja dann doch ausgezahlt, dass wir hier bis nach unten gekommen sind. Das Fort Santa Maria, ein neues militärisches Ziel. Vorgesehen für Rang 6, wir sind mittlerweile auf Rang 11 oder 10, ich weiß gar nicht, warte mal, Arsenal, 12 sogar, hoppla, 12 und fast sogar 13, uns fehlen noch 150 Punkte, dann kommen wir, werden wir zum Subkommandante aufgelevelt. Na, sehr schön. Sehr schön, nehmen wir gleich mal ein militärisches Ziel ein, haben wir zumindest einen Spawnpunkt hier, das finde ich gut. Das machen wir definitiv gleich mal und wir gucken uns natürlich auch hier wieder ein bisschen um. Die Geisel, die wir hier finden sollen, die sollte sich in der alten Gefängniszelle des Forts befinden. Da gucken wir natürlich auch dann hin, eh ganz klar.
Da ist nix. Ja. Was steht denn hier Schönes? Ein Memorandum vom Geschichtsverein. Die Eliten von Yara nehmen uns unsere Geschichte. Der sogenannte Geschichtsverein versucht, unsere glorreiche yaranische Vergangenheit umzuschreiben. Wir müssen diese Verräter daran hindern, uns unser wahres Erbe vorzuenthalten. Sie werden lügen und mit unseren Kindern nur über die Übel der Sklaverei und des Kolonialismus sprechen. Sie rauben uns schlicht und ergreifend unseren Stolz. Alle Mitglieder dieses Vereins sollten sofort festgesetzt werden, wenn man ihrer habhaft werden kann, um sie für die anschließende Abfertigung nach Esperanza zu schicken. Nach Diktat verreist Captain Guerrero. Contrabando. So, ja, mal blöderweise keinen Laptop. Das heißt, wir wissen nicht, was da drin... Ah, da drüben ist ein Laptop. Guck mal. Wir wissen jetzt aber nicht sofort, was da auf uns zu... Der kommt auf uns zu. Ab wann ist denn hier Sperrgebiet? Ab da. Okay. Du hast keinen Zutritt. Naja, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja verhandeln drüber. Ausnahmsweise. Heute mal ein Sonderbesuch. Ein Scharfschütze hält was. Ja, jetzt nicht mehr. Der hielt mal Wache. Vorsichtig sein. So, da ist niemand mehr. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler, den da oben zu erschießen. Es könnte natürlich sein, dass da oben ein paar andere Soldaten rumspazieren. Schauen wir mal. So, wir würden da zumindest mal nach drüben kommen. Da ist jetzt nicht unbedingt gleich einer. Haben wir das da draußen eigentlich alles mitgenommen? Sieht auf jeden Fall so aus. Da unten haben wir auch noch ein bisschen was zum Looten. Also wir haben definitiv hier einiges zum Looten. Das muss man schon sagen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal darüber und hoffen aufs Beste. Einen Alarm haben wir da auch und ziemlich viele Feinde natürlich. Da ist der Sniper, da hinten ist irgendein komischer der Nacht. Und ich versuche mal alle die, die wir hier finden können, zu markieren. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, da sind schon deutlich mehr als auf bisherigen militärischen Basen, die wir eingenommen haben. Da unten haben wir ihn. Ihn könnten wir theoretisch gleich befreien, aber das möchte ich gar nicht. Weil wir wissen ja ganz genau, was passiert, wenn wir jetzt hier einen Gefangenen befreien. Der schnappt sich sofort eine Waffe und ballert rum. Und das möchte ich ganz gerne vermeiden. So, ich kann da unten die Dame auch noch gar nicht abschießen. Weil da sind bestimmt andere Soldaten, die das dann mitbekommen. Und das wäre peinlich. Machen wir das mal lieber so und gucken, ob wir da unten nicht noch was finden können. So. Schöne Felder, da ist auch noch was. Ein bisschen Benzin. Da würden wir theoretisch auch wieder nach oben kommen, aber da will ich gar nicht hin. Ich möchte ganz gerne erstmal einen gewissen Überblick über das Ganze hier haben, damit wir wissen, wo sind die Feinde und wo nicht. Die da oben sieht uns gleich. Denn wenn wir mal auf die Map schauen, wir sehen ja die Punkte. Das sind die Leute, die wir entdeckt haben. Also einmal der Punkt und einmal das Dreieck hier. Und dann gibt es noch ziemlich, ziemlich viele rote Schattierungen. Das sind alles Leute, die sich noch rumtreiben. Alles Feinde natürlich. Wo wir die genaue Position aber noch nicht wissen. Das heißt, sie sind irgendwo da drin und wir haben überhaupt keinen Schimmer, wo genau. So, um das da hinten kümmern wir uns dann später. Aha. Oh, da hat wir eine Leiche entdeckt. Das ist natürlich jetzt nicht gut, weil die jetzt alle ein bisschen aufgewühlt sind. Was haben wir da? Ach, die Häftlingskleidung. Das ist natürlich nicht gut, wenn die eine Leiche entdecken, denn das heißt jetzt automatisch, dass die ein bisschen aufgewühlter sind als sonst und ihnen jetzt Pfade einschlagen, die sie normalerweise nicht einschlagen würden. Und das könnte bedeuten, dass irgendjemand sofort hier steht in diesem Raum. Wir haben hier Kontrollpunkt, Kontrolle der Seguridad, die Sicherheitskontrolle. Also hier ein Torbogen. Wir haben da drüben ein Registro. Da wirst du eingeschrieben, da bekommst du deine Häftlingskleidung. Die andere Kleidung musst du abgeben. Das sind vielleicht Spinde für die Gefangenen, vielleicht aber auch Spinde für die Soldaten. Und dann geht's hinaus in die Zellen.
Da haben wir Kapitän Flores. Und das ist auch der Einzige hier auf weiter Flur. Nee, da ist noch einer. Ich weiß aber nicht, ob wir da einfach durchschießen können, muss ich zugeben. Ja, warte, ist jetzt nicht so eine gute Idee? Langweiliger Deal. Ich rette dich gleich, mein Freund. Wart noch ein bisschen. Und jetzt ist gerade eine ziemlich doofe Zeit dafür. So, der Schlüssel. Oh! Ich bin nicht hier. Oh, da ist auch jemand. Shit. Uiuiuiui, das war eine knappe Angelegenheit jetzt gerade. Vor allem, wir haben noch gar nicht alle Alarme deaktiviert. Das heißt, die könnten hier jederzeit Verstärkung holen. Schaut euch um. Wir sind ganz nah. Oh, Konfizierungsbericht. 3. Oktober. 4 zivile Seefahrzeuge, 8 Kilogramm 8 mm Munition, 86 Schuss sind das insgesamt, 7 Kisten. Achso, 7 und dann in Zahlen und in Worten geschrieben. Kisten lokal hergestellter Zigarren, 2 Kisten diverses Obst und ein illegales Haustier, eine lebende Raubkatze. Bezeugt und genehmigt von Kapitän Salinas F. Das wollte ich ja gar nicht, das hier wollte ich. So, da drin Beere, Beere vor allem. Ja, no passe. Aber so viele Feinde sind es jetzt gar nicht mehr. Wir haben da schon ein bisschen aufgeräumt, muss man zugeben. Verteilt euch! Naja, verteilt euch mal. Was macht die denn jetzt? Na, wie ist das denn passiert? Scheiße! Die Soldados kommen jetzt sogar vom Wasser her. Sehen ziemlich ungemütlich aus. Und so wie die hier rumlaufen, haben die noch überhaupt keinen Plan, wo wir sind. Ich glaube, der hat auch überhaupt keinen Plan, wo er ist. Ja, alles in Ordnung. Die sollen ruhig kommen. Ich bin bereit. Ich habe noch 90 Schuss auf Reserve. Das sollte für eine gewisse Zeit lang definitiv reichen. Na super, das war ja überhaupt nicht mal der Plan. Also da hatte ich ein bisschen andere Vorstellung. Was ist das? Waren die zwei Soldaten, die als Verstärkung ankamen? Sieh nach Norden, Danny. Da kommen mehr Soldados. Okay, ich wollte schon sagen, das war ja ein bisschen eine Mauerangelegenheit jetzt hier gerade. Na gut, dann looten wir mal, wenn wir schon mal da sind. Wenn wir schon mal da sind, warum auch nicht, dann schauen wir uns mal hier ein bisschen in dem Hafengebiet um. Da können wahrscheinlich Gefangene auch mit dem Boot hierher gebracht werden, weil wir haben ja ein riesen Gefängnis da drin eigentlich. Da können ja schon einige gelagert werden, sag ich jetzt mal, inhaftiert werden. Wobei gelagert für die hier wahrscheinlich sogar die bessere Option ist, beziehungsweise das bessere Wort dafür. Sag mal, schauen wir, wie wir da oben hinkommen. Es gibt nämlich irgendwo am Dach irgendwas zu finden. Das würde ich ganz gern einstecken. Ah, das schaut gut aus, das schaut gut aus. Und jetzt nochmal den Kletterhaken um. Und zwar dann nach hinten rein. Fett an die Mauer klatschen, das muss wehtun. Und dann sind wir oben und finden einen Brief und wir finden ein bisschen Medizin. Was steht denn hier drin? Eine kurze Erinnerung. Das Treffen findet morgen um Mitternacht am Plaza del Toro statt. Bring dieses Mal echtes Geld mit, kein beschissenes Spielgeld. Das ist eine ernste Sache. Und vergiss deine Energiekarten nicht. Scheißegal, wie selten dein Holomagneton ist, du darfst nicht mitspielen, wenn du seine Angriffe nicht aufladen kannst. Kaum zu glauben, dass ich das tatsächlich erklären muss. Irgendein Spiel? Ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendein Easter Egg sein soll.
Und da könnte man auch was lesen, sehe ich gerade. Ein dicht beschriebenes, aufgerolltes Papier, die Nachtwache von Tag 32, der Bericht. Der Himmel ist klar, 41 Grad, ziemlich heiß. Wir brauchen einen Ventilator hier drin und mehr Wasser. Um 3 Uhr gibt es einen Militärwachwechsel. Um 3.30 Uhr gibt es Wasser für alle. Um 4 Uhr, Gegenstände sind vortransportiert worden, kein Sichtkontakt möglich. Und um 4.30 Uhr, Achtung, ich habe da Clowns rein und rausgehen sehen. Wenn die ungewöhnliche Aktivität an Libertad melden. Sehr schön. Jemand von uns? Ein Alarm. So, das wäre einer und da hinten wäre der zweite, glaube ich. Da wäre der Laptop gewesen, den wir jetzt überhaupt nicht mehr brauchen. Oh. Da laufen ja nochmal zwei rum. Lass mal die mal ein bisschen rumspazieren hier. Lassen wir die einfach mal ein bisschen rumspazieren. Was ist hier los? Okay, da wird irgendwas gebraut. Ach, das sind so vier sogar noch. Guck mal einer an. Ich dachte, das sind nur zwei. Ich würde mir gerne einen übrig lassen, muss ich zugeben. Weil wir dann hier nämlich alles looten können. Aber da ist ja auch noch niemand. Nochmal zwei. Na, weißt du was? Holen wir uns die mal alle, dann ist hier Ruhe im Gelände. Und dann können wir uns immer noch nachher umschauen, wenn wir nämlich als Libertad dieses voreinnehmen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und das vor Santa Maria, das ist jetzt eine von Libertad kontrollierte Basis. Wir haben einen neuen Spawnpunkt für uns, wir können Waffen kaufen, wir können uns hier ausrüsten, wir haben eine Werkbank, wir können hier viel mehr machen. Und 300 Punkte gibt es dafür oben drauf und wir steigen auf in unserem Rang auf, naja, Unglück oder nicht, je nachdem wie jeder mag, Nummer 13, nämlich beim Subkommandante sind wir jetzt und kommen direkt in den nächsten Kampf. Da schieß doch mit! Was machst du denn? Da sind Gefangene! Eieieiei, Freunde, seid ihr zumindest jetzt befreit? Gott sei Dank. Okay, da hinten ist der Vorratslieferung übrigens. Die würde ich mir ganz gerne mal mitnehmen. Auch wenn das jetzt wieder eine halbe Ewigkeit dauert, das hier alles einzunehmen, aber macht ja nichts. Wir holen uns das jetzt einfach mal ganz geschwind. So, ganz ohne Mission, einfach mal mitnehmen, warum auch nicht. Zack, und da haben wir es. 10 Punkte, ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin ein bisschen was. Ein Subkommandant, ich bin gespannt, wie viele Ränge es hier schlussendlich geben wird. Supremo Kleber, doppelt war das da drin, oder wie? Jetzt wird er schon wieder geballert, das gibt's ja gar nicht. Hey du. Hallo. Alter, du. Achso, das ist die Händlerin hier. Hab mich schon gewundert, warum wir mit der reden können. Das gibt's ja nicht. Guck mal, wie viele Autos da sind von denen. Hey, du da! So, jetzt ist Ruhe. Ich habe irgendwie das Gefühl, die wollen sich hier vor zurückholen. Kann das sein? So, wir gehen jetzt erstmal wieder ein bisschen looten da drin. Wir haben da bestimmt noch das ein oder andere rumstehen, was wir bisher noch nicht eingenommen haben. Beziehungsweise mitgenommen haben. Da drüben wäre ein Plakat. Guck mal einer an. Das müssen wir uns definitiv auch mal holen. Das gibt nämlich auch wieder ein paar schöne Punkte. Und ich glaube sogar ein paar Soldaten für unsere Los Bandidos-Einsätze. Da haben wir schon lange keine gestartet. Da sollten wir theoretisch irgendwann mal in nächster Zeit mal wieder zu einem Plakat gehen und so einen Einsatz starten. Das wäre, glaube ich, eine gar nicht mal so schlechte Idee. So, einmal das hier. Fick dich, Castillo. Na, gibt gar keine Punkte, gibt nur Bandidos-Soldaten, aber auch okay. Und da haben wir immer noch den Schlüssel zum Schmuggelwarenlager, wo auch immer sich das befinden sollte.
sind die Schlafplätze von den Soldaten, und zwar ziemlich viel. Wir haben 6 hier drüben und nochmal 8 hier. Das sind schon mal 14 insgesamt. Made in USA, Klopapier, aha. Wahrscheinlich als Serviette. Kommt billiger möglicherweise. Da war wahrscheinlich der Kommandant zu Hause. Hat was gelesen von Maria Marquesa, von der Herrscherin von diesem Gebiet. Hier haben ein paar Soldaten Pause machen können. Da rennt jemand von uns herum. Hier ist nochmal ein größerer Platz für die Soldaten zum Pause machen. Da haben wir auch gleich mal die Küche. Ein bisschen verranzt das da oben alles, aber frisches Gemüse immerhin. Da kocht jetzt nämlich Libertad mit frischen Karotten. Sehr schön, sehr schöne gute Karottensuppe gibt es vielleicht. Ein bisschen Benzin ist auch hier. Da hängt noch ein Schweinskopf drin. Und Mehl haben wir da auch. Oder Getreide, ich weiß es gar nicht. Da wird schon wieder rumgeballert da draußen. Da kommt das Wasser raus. Na, die haben ja doch ein bisschen was hier gehabt. Guck mal, da haben wir nochmal so eine Sicherheitskontrolle, so wie es aussieht. Sogar mit Röntgengerät. Schau mal einer an. Was haben wir da? Offizielles Truppenmemo. Wir begrüßen uns. Wir freuen uns, diese Woche einen neuen Kommandanten in unserer Basis begrüßen zu dürfen. Er bringt entscheidende Informationen bezüglich des Menschenhandels in Segunda mit und er wird dafür sorgen, dass derartige illegale Aktivitäten auf der Stelle ausgemerzt werden. Seine Erfahrung auf diesem Gebiet sucht ihresgleichen. Unangemessene Fragen zu diesem Thema werden unverzüglich bestraft. Bitte behandeln Sie Ihren neuen Kommandanten mit allem Respekt, wie es sich für die stolzen Fuerzas Nacionales, unseres geliebten Präsidenten, gehört. Wo kommt man denn da raus eigentlich? Ah, okay, eh hier. Na dann ist ja ein guter Punkt für eine Sicherheitskontrolle. Assessor Restringido. Da kommst du rein, erstmal Kontrolle, hier alles weglegen, da sind eh Schuhe, Geld ist drin, Klopapier, warum wir dann die Klopapier dabei haben, weiß ich gar nicht. Da durch den Detektor durch, dann alles mitnehmen. Und die Sache hat sich. Vielleicht noch eintragen. Presentar Documentos. Und dann bist du schon hier oben. Ist ja gar nicht so leicht, da reinzukommen. Gibt's hier auch was? Nee. So, da haben wir alles Kontrabando, alles von den Soldaten konfisziert worden. Da haben wir eine kleine Krankenstation, sehe ich gerade. Sehr schön. Da unten ist noch ein Brief, den wir mitnehmen können. Hier ist ein bisschen Medizin. Sonst ist da nichts. Das sieht aus wie... Aha, Ministerio de Yara von Biovida. Irgendwelche medizinischen Daten. Vielleicht wurden da auch wieder Forschungen durchgeführt. Ich meine, vorstellen kann ich mir alles an den Inhaftierten. Na, der liegt aber nicht erst seit gestern hier. Der liegt schon etwas länger da. Und den Knochen nach zu urteilen, sieht mir der ziemlich verbrannt aus, muss ich zugeben. Nur noch das Skelett ist übrig geblieben. Oder abgenagt von oben bis unten. Das könnte natürlich auch sein. So, da müssen wir uns unten auch nochmal ein bisschen umschauen. Ich würde ganz gerne hier jetzt mal nach unten gehen. Die Alarme sind mittlerweile alle deaktiviert. Wenn wir hier reinkommen, kommen wir vermutlich wieder in diesen Truppensaal rein. Genau, da kann trainiert werden. Da ist der Schlafplatz. Okay, okay. Gut, dann gehen wir mal hier nach unten und holen uns mal dieses Briefchen, das da rumliegt. Und den haben wir auch noch nicht befreit. Ja doch, das haben die anderen schon gemacht. Sehr gut. Wo geht's denn da hin? Oh, auch eine kleine Vorratskammer. Nicht die, die wir suchen. Die ist wahrscheinlich hier drin. Schlüssel benutzen. Sehr schön. Da gibt's eine Waffe, da gibt's Medizin. Waffe, Schießpulver. Es gibt Medizin, es gibt Vorräte ohne Ende. Was zum Saufen, Getreide. Alter Falter, die haben da schon vorgesorgt. Die haben da definitiv schon vorgesorgt. Die haben definitiv vorgehabt, nicht nur bis morgen hier zu bleiben. Die haben da schon vorgesorgt für die nächsten Monate auf jeden Fall. Es gibt genügend Benzin, sie sind gut ausgestattet. Und trotzdem gehört das Ganze jetzt uns. Trotz all diesen Vorbereitungen, trotz all diesen Vorkehrungen, ist jetzt das Lager ein Lager von Libertad. Und da brauchst du keine Sicherheitskontrolle, um reinzukommen. Da kann jeder anscheinend ein- und ausgehen, wie er mag. Aber ich vermute mal... So schnell werden wir da keinen Soldaten mehr hier auf dem Gelände sehen. Eine neue Notiz, ein auf Hotelpapier gekritzelter Text. Warst du schon mal im Hotel El Tigre Dormido? Da kann man perfekt chillen. Und wenn ich chillen sage, da meine ich Blowjobs und Bananencocktails. Du wirst es lieben, Michito. Die erste Nacht geht immer auf mich. Anschließend bezahlst du deinen Spaß selber. Das heißt anscheinend, da wurden auch die Gefangenen, die Sklaven, anscheinend auch für die Leute, für die Soldaten... Wie soll man sagen, prostituiert? Damit die Soldaten schöne Stunden genießen können.
Die wurden also nicht nur umgebracht und in der Erde eingebuddelt, sondern auch noch sexuell ausgebeutet. Na, herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es da draußen immer noch Leute, die sagen, von der Zivilbevölkerung, wir hatten auch in dieser Folge schon einen, der sagt, ach, wenn es Anton Castillo nicht geben würde, dann würde es hier im Land in Yara nur Parasiten wie euch von Libertad geben. Der hat das Ganze noch nicht so wirklich durchblickt, habe ich das Gefühl. Der sollte mal vielleicht einen kurzen Abstecher ins Hotel machen, jetzt sind wir ja wieder hier. Und gucken, wie es dort aussieht, wie es dort zugeht. Oder wie es dort zugegangen ist, denn mittlerweile ist ja dort eh jeder tot. Wobei, Schreie, als wir dort waren, haben wir ja schon noch gehört. Und trotzdem gibt es Leute, die sagen, tja, Anton Castillo, der bringt das Land zu neuem Ruhm und zu neuem Glanz. Da frage ich mich, wie sehr man die Augen verschließen kann vor einer Realität. Anscheinend ziemlich. Der verschließt sie schon so sehr, der guckt schon ins Innere von seinem Gehirn rein, der guckt schon nach Rücken, der guckt schon rückwärts, der guckt nicht mehr nach vor, der guckt rückwärts, wie SpongeBob. Na, da wollte ich eigentlich nicht hin. Oh nein, die armen Süßen, guck mal. Wurden da auch einfach inhaftiert. Einfach liegen gelassen, einfach eingepfercht. Da sind aber ein paar Menschen eingepfercht worden. Die haben auch nur Hundefutter bekommen. Eieieiei. Unser geliebter Präsident. Ja. Der liebt ja seine Bevölkerung. Das sieht man immer wieder aufs Neue. Umso mehr Basen wir einnehmen, umso mehr weiß man, ach ja, das muss ein Präsident sein, der liebt jeden. Dass das Wasser da so arg spritzt. Oh, jetzt ist ruhig. Jetzt habe ich es ertappt anscheinend. So, da haben wir nichts mehr. Dann gucken wir nochmal da hinten. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was gehabt, habe ich gesehen vorhin. Ein bisschen was von Benzin beispielsweise, das wir hätten sammeln können. Das würde ich ganz gerne noch mitnehmen. Und all diese, ich will jetzt nicht sagen Schlösser, all diese Gefängnisse ja eigentlich von FND-Soldaten, waren anscheinend früher irgendwelche Burgen zur Verteidigung. Denn wir sehen immer wieder diese alten Kanonen hier rumstehen, die anscheinend damals noch benutzt wurden in irgendwelchen Kriegen, die irgendwann mal vor vielen, vielen hundert Jahren stattgefunden haben. Das Ganze könnte natürlich gewesen sein, als noch alles normal war hier in Yara. Eine kleine Tourismushochburg hier beispielsweise, dass sich Leute hier das angesehen haben, wie das damals war im alten Krieg. Jetzt sind wir ja auch im Krieg, nämlich im Krieg, im Bürgerkrieg, im Krieg von Libertad gegen die Soldaten. Ja, mittlerweile sind die Kanonen, die hier rumstehen, auch alles nur Nebensache. Denn jetzt wurden aus den Burgen, wo früher noch die Touristen hergekommen sind und sich das Ganze angesehen haben, Gefängnisse draus gemacht. Gefängnisse für die eigene Bevölkerung, für die Leute, die sagen, sie wollen bei dem ganzen Scheiß nicht mitmachen, für die Leute, die sagen, sie wollen sich gegen das Castillo-Regime auflehnen, die kommen dann da rein und man sieht ja, was aus denen wird. Die werden ausgebeutet oder einfach umgebracht. Umgebracht oder verhungern gelassen. Tod ist nachher sicherlich der Großteil von den Leuten, die hier dieses Gefängnis betreten haben. Und ich würde mal sagen, wir kehren diesem Gefängnis jetzt mal unseren Rücken. Wir haben das ganze Ding eingenommen. Das Ganze gehört jetzt Libertad. Und so schnell kommt da hoffentlich niemand mehr von den Castillo-Leuten hin. Da haben wir noch die Briefe, die wir lesen wollten. Ein vergilbtes Schreiben in formaler Handschrift. Ein Kaperbrief von William III. Von Gottes Gnaden, König von England, Schottland, Frankreich und Irland. Verteidiger des Glaubens etc. An unsere getreue und geschätzte Kapitänin Gwendoline Pike, Kommandantin der Barbary Dawn. Mit einer Besatzung von 80 Mann und einer Bewaffnung von 33 Kanonen. Wir wurden darüber in Kenntnis gesetzt, dass Kapitän Ignacio Corso alias El Calavera viele und große Piraterien und Räubereien begangen hat, womit er unsere uns liebende Untertanen und Verbündeten großer Gefahr aussetzt und ihnen erhebliche Unbill bereitet. Es sei bekannt, dass wir der oben erwähnten Gwendoline Pike mit dem Datum des 25. Tages des März 1693 einen Kaperbrief erteilten und die volle Befugnis einräumten, besagten Kapitän Ignacio Corso aufzubringen und zu ergreifen, und sollte er nicht kampflos aufgeben, so soll Kapitänin Pike ihn gewaltsam zur Aufgabe bewegen und einer Gerichtsbarkeit zuführen. Gegeben an unserem Hofe zu Kensington am 25. Tage des März im 5. Jahr unserer Herrschaft. Das liest sich irgendwie wie so ein Gesetzestext, aber ist ein Brief von früher, von vielen, vielen hundert Jahren früher, als damals noch andere Kriege hier in Yara gespielt wurden.
eng handschriftlich beschriebenes Zartespapier vom 10. Juli anno Domini 1693, genau dasselbe Jahr, süßeste Gwen, die salzigste Gischt des Morgens und die helle kupferrote Sonne vor der Janischen Bucht brachten mir heute hier eine schreckliche Nüchternheit, eine Scham ob meines Handelns am Abend zuvor. Ihr könnt es erraten, oder? Denn wie sonst sollte ein Mann, gequält von einer lodernden Lust an seiner Brust, einen Abend allein in seinem Quartier zubringen, sobald der Bootsmann und der Stauer der Glocke geläutet hatten. Ich träumte von Höhlen, süße Gwen, liebste Gwen, nassen, dunklen Höhlen, die weit klaffen und mich verschlangen. Ein spanischer Edelmann soll kein unchristliches Benehmen an den Tag legen, so hat mein gottverdammter Vater es mir beigebracht. Doch in dieser Höhle stand er nicht zwischen uns, nicht wahr, mein Liebling? Allein waren wir und die Bestie in mir wurde aus ihrem Käfig befreit und ihr stürzet euch selbst haltlos auf mich wie ein Tier, geschmeidig und schlank und tödlich mit euren kleinen Bissen und Seufzern voll heißem Whiskyatem. Oh, wie warm und nass ihr durch eure Kniehosen schon wart, so dass ich gar nicht anders konnte, als meine Finger in euch hineinschlüpfen zu lassen, mein süßer, kleiner Jaguar, oh Gott. Das ist ja ein Pornodrehbuch. Liebe unter Piratenflagge Nummer 1. Na Halleluja. Die haben sich's gut gehen lassen hier. 1693. Na holla die Waldfee. Da wurde kräftig gevögelt hier. Glaubst du, schaffen wir das? Funktioniert. Sehr schön. Hätte ich mir nicht gedacht, dass ich die da festhalten kann. Aber alles in Ordnung. Na gut, Freunde. Da haben wir eine kleine Zeitreise gemacht ins Jahr 1693, vor über 300 Jahren, 320 Jahre fast schon, und sind jetzt aber wieder in der bitteren Realität angekommen, nämlich im Jahre von 2020 wahrscheinlich, vielleicht 2021, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich 2020 oder 21. Ja, da ist die bittere Realität, das Jahr der Neuzeit. Und da werden wir in der nächsten Folge schauen, dass wir ein bisschen wieder nach oben kommen. Wir haben uns diesen kleinen Pfad nach unten hier in dieser Folge mal komplett angesehen. Das Kap Santa Maria können dann in der nächsten Folge vielleicht nochmal ganz kurz hier an dieser Küste lang gehen, damit wir noch den Rest hier mitnehmen können. Wir haben hier noch einen kleinen Fleck, den wir entdecken können. Und dann geht es wieder nach oben. Wir folgen einfach mal wieder der Hauptstraße. Wir fahren mal hier hin, würde ich sagen. Denn da hinten, den Kontrollpunkt, den Kap Santa Maria Kontrollpunkt, den haben wir ja irgendwann schon mal aufgedeckt. Da würde ich mal ganz gerne liebe Tatkiste mitnehmen, bedecken das hier mal auf und fahren dann wieder zurück und folgen der nächsten Hauptstraße, die uns dann nach Segunda führt, zur nächsten größeren Stadt und zur nächsten Mission, die auf uns wartet, von Paolo, einer von den beiden von Maximas Matanzas. Wir haben da unten ein Flugfeld mit einer Flugabwehranlage, also wir haben viel, viel, viel zu tun auf jeden Fall, das kann man schon mal sagen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge hier bei Let's Play Far Cry Nr. 6. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin, tschüss!